Mahlzeit, Leute, hier schon wieder für Arbeit. Ich bin der Sascha und heute bin ich in Homestar We Are Special Edition. Ja, das Ding ist, letzte Woche im Oculus Quest Store erschienen zum Release der Oculus Quest 2 für 24,99. Ja, bevor ich starte, ein bisschen was dazu erzähle, wählen wir natürlich erstmal die Sprache. So startet hier diese Anwendung, diese App. Ich stehe hier mitten im Weltraum, ich sehe nur ein paar Sterne und ansonsten kann ich nur Japanisch und Englisch auswählen und wir nehmen natürlich Englisch. So, jetzt möchte ich erstmal meinen Geburtstag haben. Okay, dann erzähle ich ein bisschen weiter. Diese App gab es schon mal für 9,99 €. So, wir machen mal hier 13. Und jetzt? Ach so, da will er. What's your birthday? Leute, ich springe doch jetzt hier nicht 100 Jahre zurück. Okay, man kann es festhalten. Ja, ich erzähle gleich nochmal, Leute. Ist wieder ein toller Start hier. So, 13. Wieso Oktober? Hä? Achso. So, 13. Dezember 74 bin ich geboren. Ihr könnt gerne in einen alten Kalender schauen. Es war ein Freitag, ja. Also diesen Scherz musste ich mir schon öfters anhören. Ich bin auf Freitag, den 13. geboren worden. So, jetzt machen wir okay. So, ich hoffe, jetzt erzählt es nichts. Okay, jetzt sind wir jetzt im Menü. Homestar We Are Special Edition. Ich habe auf meinem Kanal, wie gesagt, schon mal Homestar We Are gezeigt. Das war die normale Edition für 9,99 €. Ich mache mal ein bisschen leiser. Und das Erste, was mir jetzt aufgefallen ist, das normale Homestar ist weg. Ja, ihr findet es im Oculus Quest Store nicht mehr. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel mein altes Homestar-Video euch anschaut, da habe ich in der Videobeschreibung auch den Link hinzugefügt. Mache ich aber jedem Video, was ich mache. Und dann kommt ihr in den Oculus Store zum alten Homestar We Are, aber ihr könnt es nicht mehr kaufen. Wenn ich da drauf klicke, steht da auch nicht mehr gekauft. Also da steht gar nichts. Also nur halt die Infos zu dem Ding. Es ist also in dem Sinne weg. Blöd finde ich jetzt natürlich für alle Leute, die sich das vorher für 9,99 € gekauft haben. Hätte ich mir jetzt gewünscht, die hätten das Ding jetzt einfach abgegradet auf die Special Edition. Natürlich kostenlos, selbstverständlich. Und dann wäre das fertig gewesen. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, bevor ich jetzt starte. Ich habe von jemandem schon gelesen, der hat sich damals Homestar gekauft. Hat sich jetzt für 24,99 € die neue Version gekauft und hat halt geschrieben, dass er nicht wirklich sehr viele Änderungen gesehen hat, ja, und hat es deswegen refunded, ja. Ich schaue mir das jetzt an, also ich war von Homestar We Are damals auch nicht so super begeistert, weil es hat mich ziemlich alleine gelassen mit den ganzen Infos, die man bekommen hat. Es waren coole Sternbilder und so, gar keine Frage, aber irgendwie fehlten mir die Infos und es ist natürlich leider in Englisch und mit diesen ganzen planetarischen Wörtern und so wird das Ganze natürlich nicht einfacher, wenn es dann in Englisch ist, aber wir schauen mal an, was sich in der Special Edition jetzt alles so getan hat. Wie gesagt, 24,99 € im Quest Store. So, wie gesagt, jetzt machen wir einfach mal Start und schauen, was passiert. Ich habe sogar meine Quest 2 Controller hier, seht ihr? Das ist schon mal ganz schön und ab dafür. So, wir haben ein World Sky Time Travel. Ich meine, das gab es vorher auch. Das Planetarium gab es vorher auch. Und Starry Sky Selection gab es vorher auch. Also die drei Sachen sind mir eigentlich bekannt. Das sieht okay aus. Das ist jetzt nicht super knackscharf oder so. Das ist auch nicht unscharf, aber da geht mehr. Das weiß ich. So, Settings, da haben wir dasselbe. Das ist jetzt schon ein bisschen schärfer wieder. Wir können die Hintergrundmusik ausmachen, wir können die Soundeffekte ausmachen. Ja, mein Burster habe ich gesetzt. Co-op, das weiß ich nicht, was das ist. Supervision. Aha. Und ich klicke mal drauf. Ach so, das ist der gute Mann, der es gemacht hat. Nochmal danke für den Key. Ich weiß nicht, ob er von dir persönlich war. Und dann würde ich sagen, ab dafür, ne? So, ich muss mir noch ein bisschen an die neue Brille gewöhnen. Leute, müsst ihr da ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen, ne? So, dann machen wir erstmal World Sky Time Travel und schauen uns das mal an. So, rotate the Earth with thumbstick, press Button to set a position. You can set positions without red points too. Also ich brauche nicht nur die roten Felder nehmen, ich kann auch was anderes nehmen. So, Thumbstick, der geht nicht. Man muss den rechten Thumbstick nehmen. So. Schön wäre jetzt, wenn ich mein Zuhause finden würde, aber ich war in Erdkunde kein Ast, da bin ich ganz ehrlich.
ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Also schön wäre, wenn da jetzt stehen würde, wo ich ungefähr unterwegs bin. Ne? Also ich glaube, das ist hier ganz falsch. Sehr viel Wasser, ne? Ich suche mal diesen Stiefel von Italien. Das ist das Einzige, was ich wirklich kenne. Und wenn ich den gefunden habe, dann bin ich ungefähr zu Hause, ne? So ungefähr. Ich finde nichts. Was ist das? Australien. Ne, Australien ist ganz weit weg von meinem Zuhause, Leute. Also, da ist Amerika. Da ist der Stiefel, guck mal. So, wir haben Vienna. Berlin. Ja, jetzt würde ich... Aber mein Zuhause kann ich ja jetzt so gar nicht finden, ne? Komm, wir gehen mal nach Paris. Da habe ich ja auch die Oculus Quest 2 her. Von den Franzosen. Vielen, vielen Dank nochmal. Und dann schaue ich mir das doch glatt mal an. Also ich drücke jetzt einfach mal den Trigger. Trigger war richtig. So, also die Schrift da hinten, dieses Paris France, das hat Treppeneffekte, Leute, ehrlich. Also ist nicht super schön. Dieses jetzt, wo ich jetzt schaue, dieses Piscis Austrinus, das ist scharf, das ist okay. So, und jetzt seht ihr das schon. Ich kann jetzt überall hingucken. Und jetzt, das war auch schon bei Homestar normal. Da stehen jetzt, wie gesagt, die Namen Aquarius. Und da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Und ich kann jetzt auch nichts, ich habe keine Hände, ich kann da auch nicht drauf zeigen. Was jetzt vielleicht hier schön an dieser Stelle ist, ich habe ja jetzt, wie gesagt, die Oculus Quest 2 auf und die hat ein LCD-Display. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, also das gefiel mir mit der Oculus Quest 1 besser, weil es knackscharf war. Richtig schwarz, sorry Leute. Und das ist jetzt hier, ja nicht gräulich, aber es ist ein helles Schwarz, sagen wir mal so. Und dann wirkt das nicht mehr ganz so toll, das muss man ganz ehrlich sagen. Also das fand ich dann auf die Oculus Quest 1 echt schöner. So, der Saturn und der Jupiter, die sind jetzt umgerandet. Ich guck mal, wenn ich drücke, ach guck mal, dann habe ich ja wieder meinen Trigger hier. Also ich kann auch Date Settings machen, Display Settings, Sound Settings. Was sind denn Display Settings? Okay. Jetzt könnt ihr euch hier, das ist wieder knackscharf, muss ich sagen. So, Directions is on, Meteor Show and Name is an. Was das ist, habe ich keine Ahnung, Planetennamen sind an. Wir machen das mal an. Achso, jetzt bin ich mitten in der Luft, okay. Dann könnt ihr praktisch die Erde unter euch wegmachen. So, Konstellation Pictures. Machen wir das mal an. Dann kommen noch Bilder dazu. Seht ihr das? Das sieht schon cool aus, ja. Aber immer noch keine Infos, ja. So, jetzt muss ich wieder einmal drücken, den Trigger. Sound Settings. Aha, ich kann sogar die Musik aussuchen. Relaxing Fantastic. Was ist die Musicbox? Ist aber alles sehr relaxed Musik, ne? Fantastic. Relaxing. Lassen wir mal relaxing, warum ist denn relaxing, ne? So, und Date Settings. Also ich mache das Ganze jetzt mal so auf. Jetzt dreht sich das auch, guckt mal. Also so wie sich das jetzt drehen würde. Zur Uhrzeit, ne? Speed of Time, komm, wir machen mal auch ganz schnell. Okay, aber da ändert sich jetzt auch nichts, oder? Ist das schneller? Oder ist das langsamer? Hä? Ist doch genauso schnell, ne? Nee. Doch. Ich weiß es nicht. Okay, ist egal. So, if you change the setting, you may feel sick in that case, please set to 1. Ich mache trotzdem 300, komm. Ah, jetzt dreht sich das von alleine. Guckt mal, Leute. Das ist natürlich cool. So, close. So. Und jetzt kann ich, glaube ich, ich kann da nicht drauf drücken, obwohl da so ein Kreis ist. Ne? Also warum da jetzt ein Kreis ist, habe ich nicht verstanden. Es kommt immer dieses Menü, wenn ich den Trigger drücke. Aber das sieht schon irgendwie cool aus, wenn man das alles einschaltet. Ne? Aber es fehlen mir wirklich, wie gesagt, jetzt die Infos dazu. Und immer wenn ich den Blick ändere, dann kommen auch andere Sternzeichen. Ne? Und man will immer da draufklicken, aber das geht nicht. Und da kommt immer dieses Menü. Ja, also das ist dann das. Jetzt gehen wir mal auf End. Jetzt komme ich wieder zu der Erde. Jetzt können wir natürlich direkt woanders hin, wenn wir möchten. Ich gucke mal, ob ich ungefähr mein Zuhause finde, aber wahrscheinlich nicht. Wir machen das jetzt mal. Er sagte ja, ich kann das ja sogar da machen, wo keine roten Punkte sind. Dann probieren wir das mal. Ja, und jetzt bin ich genauso schlau wie vor. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich stehe. Damit kann ich ja nichts anfangen. Jetzt sind aber die Einstellungen weg, es dreht sich nicht mehr. Ich muss also praktisch jetzt wieder in den Einstellungen und es ändern. Also die Bilder hat er sich gemerkt, aber nicht, dass er sich jetzt drehen soll, hier mit 300 irgendwas.
Tatsächlich, das ist wieder weg. Und jetzt funktioniert das wieder. Okay, also wie gesagt, mir fehlen hier einfach nur die Infos. Das ist, ich sage jetzt mal, nett anzusehen. Also das ist jetzt nicht böse gemeint, die ist nett. Jetzt dreht sich es nicht mehr. Jetzt ist alles stehen geblieben. Jetzt geht die Welt unter oder so, keine Ahnung. Nein. Okay. Das steht aber noch 300. Es dreht sich aber nicht mehr. Es ist kaputt. Okay. Ja, dann gehen wir hier erstmal raus. Also das ist das erste Programm praktisch von dieser Anwendung. End. Close wäre ich wahrscheinlich direkt raus. Ne, genau. Also dann könnt ihr, wie gesagt, euch hier ganz viele Sternbilder anschauen, die sich natürlich irgendwann wiederholen, weil es ist ja nur ein anderer Ort. Also das war natürlich jetzt ziemlich nah nebeneinander, wo ich jetzt war. Deswegen hat sich das geähnelt. Ganz klar. So. Dann machen wir mal das Planetarium. Und da weiß ich noch genau, das war mit Spring, Summer, Fall, Winter, The Milky Way Train Constellation. Das ist neu, also das kenne ich nicht. Ich kenne eigentlich nur diese hier, diese vier. So, da haben wir jetzt einen Sprecher. Als Mann, als Female und Englisch. Was soll das denn? Hä? Spricht die jetzt gleich Japanisch? Probieren wir aus. Wir machen mal First Planetarium. So, jetzt habe ich hier so Sitze. Die sind jetzt weg. Es ist tatsächlich in Japanisch, Leute. So, jetzt habe ich den Trigger gedrückt. Und jetzt gehe ich natürlich erstmal auf End. Das hat natürlich keinen Sinn. Die klang aber nett, ne? Muss man ja sagen. So, hier sind diese Sitze und so. Das ist wie so ein Kino. Aber hinter mir ist gar nichts, da ist luftleerer Raum. So, machen wir Englisch, okay. So, dann machen wir das Ganze normal. So, aber es sah wirklich auf die Oculus Quest 1 besser aus. Ladies and gentlemen, welcome to Homestar. Ja, welcome. We will show you which stars you can view this season. The stars in the sky change with the seasons. Ich kann es sogar drehen mit dem Analogstick. Summer, fall, winter. Which is your favorite night sky? So, ich meine, ich konnte aber. Ich konnte Before im, we start, do you know why the stars change normal konnte ich, glaube ich, auch die Stühle wegschalten seasons? Und so Geschichten. Just das like geht the sun, gar nicht. Stars rise in the east and set in the west. So, ihr könnt also alles hier drehen und das könnt ihr natürlich schön zuhören. Jetzt versteht ihr natürlich nichts, weil ich hier wieder am Quasseln bin. Like a spinning top. Und, aber es ist leider alles in Englisch und ohne Untertitel. Ja, und das finde ich ein bisschen blöde. Also, das vermisse ich so ein bisschen. Ne? So, ich gehe jetzt trotzdem raus, Leute. Ich weiß, ihr wollt das vielleicht ein bisschen länger sehen, aber so, ich mache mal End. So, und bei Homestar We Are für 9,99 € damals konnte man die noch nicht auswählen. Die musste man erst freischalten. Komischerweise, ich habe es nicht so ganz verstanden. Wir machen jetzt einfach mal Fall Sky. Ja, ich kann jetzt direkt da drauf. Das ging, wie gesagt, bei der vorigen Homestar nicht. Hier kann ich In auch wieder alles VR drehen. In this VR Celestial Tour, I will show you the autumn constellations. Aber ich sehe die Stühle hier so gut wie gar nicht mehr. So ein bisschen schemenhaft da hinten. Fall is one of the also, best seasons to relax das macht mit einem LCD-Display echt Don't nicht you so agree? Viel Spaß. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. The stars also have plenty of stories to entertain you with. Let's take a walk out in the starry sky. Ja, mach mal. Let's start with the Great Square. Where do you think it is? So, ich soll That's ich right. Okay. Here. This is the Great Square. It is actually a part of the Pegasus constellation. Pegasus is a mythical winged okay. horse that gallops across the sky. Gut, Leute, auch das This höre ich is jetzt where wieder we'll ab. Abbrechen. So, End. Also das ist ein Planetarium mit Erklärungen, das finde ich auch okay. Nur wie gesagt, es ist leider in Englisch. Ihr müsst wirklich sehr gut Englisch können. Dann ist das vielleicht auch was für euch, wenn ihr euch mit sowas auseinandersetzt. Oh, machen wir noch Full View. Machen wir das mal. Ich gehe mal davon aus, da sind gleich hier diese Dings hier weg, diese Stühle, ne? So, wir machen jetzt nochmal Milky Way mit Full View. Ja, jetzt bin ich mittendrin. Das ist natürlich schon geiler, ne?
In today's VR Celestial Tour. Das sieht jetzt auch ein bisschen besser aus, selbst von LCD, weil man jetzt nicht mehr zum Kontrast die Stühle neben sich hat, dieses Grau. Ne? Jetzt fällt das nicht mehr ganz so auf, dass man hier nicht mehr so richtig schwarz hat. In this Japanese children's story, let us jump into this curious and wonderful tale right now. This Milky Way station, Cygnus, is the first on this train journey. The station is clearly marked by the super bright Deneb. Okay. Gut, ich mache jetzt trotzdem aus, Leute. Genau. Gut, das sind die Planetarien. Also ihr kriegt jetzt, wie gesagt, die Geschichten zu Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Natürlich dann hier noch unsere Milchstraße, ne, the Milky Way Train. Was das ist, weiß ich nicht. First Magnitude Star. Und natürlich hier praktisch wie so ein Tutorial First Planetarium Experience. Gut, Full View, wie gesagt, sind die Stühle weg. Das empfehle ich euch. Dann sieht es wirklich besser aus. Die zwei Stimmen sind Blödsinn. Das ist Japanisch. Das ist nichts für euch. Also wie gesagt, wenn ihr gut Englisch könnt, wenn euch sowas interessiert, dann könnt ihr da wirklich einen Blick reinwerfen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange eine Tour dauert. Und dann haben wir noch Starry Sky, das kenne ich auch. Jetzt kann ich mir wieder was aussuchen, nämlich verschiedene Orte. Genau, die muss man jetzt hier freischalten. Oder war das das, dass man das freischalten musste? Ich weiß das gar nicht mehr bei dem 9,99 € Ding. Aber wir schauen uns mal das Matterhorn an. So. Auch das ist natürlich jetzt auf der Oculus Quest 2 mit dem LCD-Display nicht optimal, ne? Obwohl es cool aussieht irgendwo, aber es ist grafisch nicht super gestochen scharf und ich weiß jetzt, dass mehr geht mittlerweile, ne? Ganz ehrlich. So, ich drücke mal wieder den Trigger und dann kann ich natürlich die Geschwindigkeit ein bisschen ändern. Wir machen mal volle Suppe. Jetzt dreht sich das alles ein bisschen schneller. Ja, aber es wird nicht heller, es ist ja auch Homestar. Es soll ja auch nicht tagsüber zu sehen sein, weil dann sieht man ja keine Sterne mehr. Ne? So, Display Settings. So, wir machen mal wieder alles an. So, Planetennamen, Directions. So. Und jetzt seht ihr natürlich ganz viele Bilder und so. Das sieht cool aus, ja. Nur dieses Drumherum vom Matterhorn, da sehe ich nicht viel von, aber das ist auch wirklich jetzt, wie gesagt, ein bisschen dem LCD geschuldet. Also das ist jetzt wirklich so eine Anwendung, die auf der Oculus Quest 2 schlechter wahrscheinlich aussehen wird, wie auf der Quest 1. So, das mache ich jetzt auch zu Ende. Und dann gucken wir uns nochmal die Easter Islands an. Also es ist ziemlich, das ist fast dasselbe Video, wie ich letztes Mal gemacht habe. So, hinter mir ist gar nichts. Vor mir sind die Figuren. Und ich sehe auch wieder sehr schlecht irgendwie sowas nach hinten. Es ist alles sehr gräulich. Aber das habe ich ja euch schon alles gesagt. Auch das machen wir wieder auf Vollspeed. Oh, jetzt neige ich mich gerade nach vorne in diesem Szenario. Schöne Musik dabei. Also es ist nicht schön mit der Oculus Quest 2, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ne? So, wir machen wieder Show All. Und dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Ne? Wir können natürlich auch mal den Namen ausmachen. Dann habt ihr nur die Bilder. Auch das sieht cool aus. Ja. Nur es fehlen halt wirklich so jetzt Infos. Das kriegt man wahrscheinlich alles in dem Planetarium da erklärt. Nur schön wäre natürlich, wenn ich jetzt hier sowas anklicken könnte und dann direkt Infos dazu bekommen würde. So, Close, Nein, End. So, wir gucken nochmal Lake Tekapaio, oder wie sich das schimpft. Auch hier erkenne ich nicht ganz so viel, aber das sieht ganz cool aus, so mit den Sternen, die da hinten so runtergehen, die sich so spiegeln, ne, mit diesem leicht rötlichen Schimmer da hinten, das Haus da. Wie gesagt, ich kenne das schon von der Oculus Quest 1 und ich sage es jetzt, glaube ich, zum fünften Mal, das sah jetzt besser aus. Gut, wir machen es mal schnell, wir gucken mal, was passiert. Ja. Aber wie gesagt, es ist eigentlich, ich sag mal, fast immer dasselbe, außer dass sich natürlich hier die Szenarien ein bisschen ändern. Was da jetzt noch kommt, kann ich euch leider nicht sagen. Ich werde jetzt nicht die Planetarium-Tours alle durchziehen, damit ich das freischalten kann. Das war es im Grunde, Leute, und das für 24,99 €.
Also wie gesagt, es ist ein bisschen mehr drin wie als in der 9,99 € Version, das muss ich sagen. Also was mir aufgefallen ist, hier ist auf jeden Fall mehr, ja, das war weniger. Da konnte ich aber in der Show das hier umstellen. Also das muss ich jetzt vorher machen, da konnte ich dann auch in der Show, wie gesagt, einfach die Stühle wegschalten. Das mit dem Male Female müsste ich jetzt lügen, ob die dabei waren bei der 9,99 € Version. Ich weiß auf jeden Fall in Englisch, aber auch ohne Untertitel, das weiß ich noch. Und die Orte müsste ich jetzt auch lügen, ob es mehr sind, ganz ehrlich. Und ja, World Sky Time Travel war so eigentlich auch im ersten Teil oder in dem günstigen Teil. Also ich muss leider sagen, also wer jetzt wirklich das 9,99 € Ding hat, der muss eigentlich echt nicht zuschlagen. Optisch hat sich da jetzt nichts getan. Also wie gesagt, ich habe die Quest 2, die ist eigentlich super scharf und ich habe da jetzt schon ein paar Sachen mit gesehen und das sieht nicht gut aus für Quest 2 Niveau, jetzt von der Schärfe her muss ich sagen. Es sieht sonst gut aus, also sonst haben wir Quest Niveau alles gut. Ja, versteht mich nicht falsch, es ist ein bisschen schwer für mich, so die ganzen Dinger so ein bisschen Quest 1 und Quest 2 zu erklären. Aber da wäre viel, viel mehr drin gewesen. Ne? Gut. Ja, wie gesagt, also ich, tut mir leid, ich würde es nicht kaufen für 24,99 €. Ich habe damals schon bei 9,99 € gesagt, das ist echt nur was für Fans, für Hobby-Astrologen. Das Ding natürlich auch. Aber das kostet das 2,5-fache und ich finde nicht zurecht. Und schade, dass die günstige Version aus dem Shop genommen worden ist für 9,99 €. Gut, dann hoffe ich, ihr konntet trotzdem ein bisschen was damit anfangen. Lasst mir ein Däumchen da, würde ich mich riesig freuen. Und wer natürlich noch kein Abo hat, darf gerne meinen Kanal abonnieren. Auch da würde ich mich riesig freuen, Leute. Dann verpasst ihr nichts mehr. Gut, und wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann schreibt das bitte in die Kommentare, ja, auch zu der Quest 1 Version oder Quest 2. Oder wenn ihr zu dem Programm hier irgendwelche Fragen habt, immer in die Kommentare. Ihr bekommt immer eine Antwort von mir, 100%. Ich beantworte jeden Kommentar. Da würde ich mich dann natürlich auch freuen und würde euch gerne helfen. Ja, und natürlich mein Discord nicht vergessen mit jetzt ca. 140 Leuten. Kommt gerne dazu. Da sind sehr viele VR-Verrückte. Ein ganz cooler Haufen. Und die würden sich natürlich auch freuen, euch kennenlernen zu dürfen. Dann nochmal danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine schöne Woche. Euer Sascha. Macht's gut, Leute. Ciao.